Wie kommst du dieses Jahr doch noch in Fahrt? Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Martin Zimmermann. Ich bin Business Life Coach. Und in diesem Video geht es darum, wie du es schaffst, nach mehr als 31 Tagen im neuen Jahr 2022 doch noch die Richtung in deinem Leben so zu lenken, dass du dahin kommst, wo du wirklich hin willst. Denn vielleicht geht es dir so wie vielen Menschen, die sich sagen, oh, ich habe mir super Vorsätze genommen dieses Jahr und wenn ich zurückblicke jetzt auf die letzten 4, 5 Wochen, hat sich nichts Großartiges geändert und es geht mir noch genauso wie letztes Jahr. Ich bin noch genau in dem gleichen Job wie letztes Jahr. Ich mache die gleichen Dinge wie letztes Jahr. Und was liegt es? Es liegt einfach daran, dass du dir nicht gut genug bist, dass du dir nicht sagst, hey, hör auf, damit Dinge zu tun, die mir nicht gut tun. Ich fühle mich scheiße dabei, mir geht's nicht gut. Lass mich was anderes machen. Und vielleicht hast du schon die Ideen, aber es fehlt dir noch der Mut, die Dinge zu realisieren, umzusetzen, weil du einfach noch nicht die klare Ausrichtung hast. Und was ich dir jetzt gleich mitgebe, die richtigen Fragen dir stellst, wie du dahin kommst, wo du hin willst. Und lass dir eins gesagt sein, ich weiß genau, von was ich spreche. Ich habe es alles durchgemacht. Ich habe Dinge getan, die ich überhaupt nicht machen wollte, weil ich anderen Menschen gefolgt bin, weil ich die ganze Zeit nicht auf meine innere Stimme gehört habe. Und wenn du so weitermachst in deinem Leben, dann irgendwann mal endet es und du blickst darauf zurück und sagst dir, eigentlich habe ich doch gar nicht mein Leben gelebt, sondern das Leben von anderen. Und das alles passiert auch, weil wir ja um uns eigentlich gar keine Gedanken machen. Wir denken immer, was die anderen von uns wollen, was die anderen über uns denken. Was wir denn, wie wir uns besser verhalten können, dass wir mehr gemocht werden, dass wir besser ankommen, dass wir besser aussehen. Aber letztlich, was in uns ist, was wir eigentlich zum Ausdruck bringen wollen, darauf legen wir eigentlich gar keinen Wert. Und daher ist die zentrale Frage, alle Handlungen, die du bereits gemacht hast dieses Jahr, gehen die in die richtige Richtung? Und wenn es nicht die richtige Richtung ist, auf was wartest du denn dann? Wartest du darauf, dass der Wind kommt und dich mitnimmt und mit Glück dich dahin trägt, wo du hin willst? Und der Wind, den nimmst du mal so als Beispiel wahr, soll jetzt einfach mal der Plan sein von anderen Menschen. Der soll das darstellen, was andere von dir wollen. Weil wenn du nicht dein Leben planst, wenn du nicht die Handlungen durchführst, die dir eigentlich am Herzen liegen, dann besteht die Gefahr, dass du Teil von Plänen der anderen Leute wirst. Sprich, du gehst in die Arbeit, du hast vor, du hast ein Projekt vor, du hast dir vorgenommen, heute arbeite ich an dem Projekt. Oder du bist selbstständig und du sagst dir, heute kümmere ich mich um ein Kundenproblem. Dann ruft jemand an, das Telefon klingelt und sagt, hey, Martin, es ist dringend, du musst mir das und das machen. Und du lässt dich wieder ablenken. Du lässt dich rausreißen, damit wirst du Plan von jemand, da wirst du Teil des Planes einer anderen. Und am Ende des Tages, weil der dieses Vorhaben, dieses Verlangen, was der eine hatte, an was er dich herangetragen hat, hat vielleicht länger gedauert, als du angenommen hast. Vergehen ein paar Stunden und der Tag ist wieder futsch. Am Ende des Tages blickst du darauf zurück und sagst, morgen nächste Chance. Aber die Gefahr besteht wieder, dass du es wieder tust. Und warum ist das so? Weil du dir nicht wert genug bist, weil du nicht Nein sagen kannst, weil du dich nicht damit beschäftigst, mit diesen Fragen. Und diese Fragen sind enorm wichtig, weil die Fragen sind wichtig, weil du dadurch deinen Verstand beschäftigst. Zweitens sind sie wichtig, dass du durch die Fragen die Verbindung auch schaffst zu deinem Herzen, zu deiner Seele. Sprich, wenn ich sage, wie kann ich es besser machen oder wie kann ich mehr Spaß daran haben? Dann spürst du, vielleicht habe ich ja gar keinen Spaß daran, was ich gerade mache. Und dann kommt vielleicht ein neuer Einfall, ein neuer Impuls, der dir sagt, vielleicht anstatt auf den Knopf A zu drücken, drück lieber auf den Knopf B. Oder anstatt mich mit der Person zu beschäftigen, beschäftige ich lieber mit der anderen Person. Anstatt das heute mal so zu reden, rede ich lieber mit fröhlicheren, positiveren Worten, anstatt zu kritisieren und gebe lieber Komplimente.
Also die Wahl ist immer, liegt immer an dir. Es geht nur darum, stell die Frage, sei dir bewusst, was ist mein Plan? In welche Richtung will ich gehen? Wohin will ich gehen? Und mit welchen Menschen will ich zu tun haben? Denn wenn du dir diese zentralen Fragen stellst, dann wird auch das Universum auf dich zurückkommen. Es wird dir antworten. Ich kann dir nicht genau erklären, wie das geht, aber es öffnet sich wie so ein Portal und es kommen Impulse auf dich heruntergeprasselt. Wenn du offen bist, wenn es merkt, wenn Gott, wenn diese höhere Energie merkt, spürt, du magst es mit dem Herzen, du willst was ändern, dann kommen auch Dinge auf dich zu. Und solange du planlos, solange du verplant, verloren, orientierungslos durch die Gegend läufst und hoffst, dass dich irgendjemand mitnimmt in die Richtung, die dir am Herzen liegt, die dir gut tut, dann hast du verloren. Und ich habe das zu lange gemacht in meinem Leben, dass ich morgens aufgewacht bin, keine Ahnung hatte, was heute am Tag passiert. Ich bin in die Arbeit gegangen, ich habe einfach gesagt, hör, ich schau mal, welche E-Mails reinkommen und mach das so nach, je nachdem, so first in, first out, so ungefähr. Letztlich hat es mich aus dem Job herausgeschmissen, rauskatapultiert, weil ich keine Prioritäten setzen konnte. Und die oberste Priorität bist halt einfach mal du selbst. Und wenn du das verstanden hast, wenn du darauf aufbaust, wenn du dir einen Plan nimmst, der dir auch klar ist, der simpel ist, der dich nach vorne bringt, der dich dahin bringt, wo du hingehen willst, weil du auch darin aufgehst, weil du Spaß daran hast. Und darum geht es ja im Leben, dass du Spaß hast. Und an dem du Spaß hast, da steckt auch dein Herzensblut drin. Da ist das, wo du dich selbst liebst. Wenn du es wirklich spüren kannst, dass du mit Freude und Begeisterung bei der Sache bist. Also stell dir mehr Fragen. Du hast ein paar Tipps hier bekommen in diesem Video. Wenn du Fragen hast, stell sie auch gerne unter das Video als Kommentar rein. Ich freue mich, von dir zu hören. Danke fürs Zuschauen. Setz gerne ein Like, wenn es dir gefallen hat. Abonniere meinen Kanal oder setz auch die Glocke drunter. Dann verpasst du in Zukunft nichts mehr von mir. Herzlichen Dank nochmal fürs Zuschauen. Ich wünsche dir alles Gute für diesen neuen Monat, Februar 2022. Mach ihn zu deinem Monat. Ich weiß, du kannst es. Alles ist möglich, denn das Universum ist unendlich. Bis dahin. Ciao.